Um diese Gleichung ersten Grades in einer Unbekannten zu lösen, beginnen wir mit der Verteilung von diesem Minuszeichen. Das heißt, wir schreiben die Gleichung in diese Form. Dieses Minus muss auf diese Klammer verteilt werden. Ist gemacht. Jetzt suchen wir das kleinste gemeinsame Vielfache von diesen Nennern. Das ist 6. Und wir multiplizieren diese Gleichung beidseitig mit dieser 6. Die 6 muss auf diese Klammer verteilt werden und diese 6 muss auf diese Klammer verteilt werden und somit verschwinden die Brüche. Wir erhalten jetzt als Gleichung 9 minus 18 plus 12x gleich 9x minus 3 plus 2. Jetzt setzen wir alle x-Terme auf eine Seite des Ist-Zeichens und alle anderen auf die andere Seite. Die Zahl 12x steht links vom Ist-Zeichen und bleibt links. Die Zahl 9x steht rechts vom Ist-Zeichen. Wir setzen sie links rüber, da wird sie zu minus 9x. Ein Plus setzt man rüber, dann wird das dazu minus. Die Zahlen minus 3 und 2 sind rechts vom Ist-Zeichen und bleiben auch rechts. Und die Zahl 9 befindet sich links vom Ist-Zeichen. Wir setzen sie also rechts rüber. Dort wird sie zu minus 9. Ein Plus wird zu minus. Die Zahl minus 18 steht links vom Ist-Zeichen. Auch die setzen wir rechts rüber. Da wird sie dann zu plus 18. Ein Minus wird zum Plus. Somit erhalten wir also diese Gleichung. Jetzt rechnen wir 12x minus 9x, das macht 3x. Und dann rechnen wir auch noch diese Summe hier aus. 18 minus 9, das macht 9, plus 2, das macht 11, minus 3, das macht 8. Und somit erhalten wir als Gleichung 3 mal x gleich 8. Jetzt brauchen wir nur noch durch diese 3, die links vom Ist-Zeichen multipliziert, rechts zu teilen. Einmal wird zum geteilt und erhalten so als x-Wert 8 Drittel. Das ist also die Lösung dieser Gleichung ersten Grades und diese Lösung stecken wir am Ende immer in die Lösungsmenge hinein.